Hallo, herzlich willkommen zu unserem heutigen Grundkurs zum Thema Gas. Wir freuen uns, dass Sie und ihr heute Abend dabei seid. Mein Name ist Anna Brehm, ich bin Referentin für Ökologie und Nachhaltigkeit in der Heinrich-Böll-Stiftung und ich werde heute Abend durch dieses Webinar führen. Wir sprechen heute Abend über ein Thema, was uns alle in den letzten Monaten, glaube ich, sehr beschäftigt hat, unsere Gasversorgung. Günstiges Gas oder warme Wohnungen im Winter, das war eigentlich in Deutschland immer eine Selbstverständlichkeit und das stand plötzlich auf der Kippe. Erdgas war von der Bundesregierung in Deutschland eigentlich als Brücke auf dem Weg Richtung Klimaneutralität gedacht. Nach dem beschlossenen Atom- und Kohleausstieg sollte Erdgas dann als Übergangstechnologie die Transformation hin zu einem erneuerbaren Energiesystem ermöglichen. Die aktuelle Energiekrise ist jedoch vor allen Dingen eine Krise bei der Gasversorgung. Unsere Industrie hat lange Zeit von dem günstigen Gas aus Russland profitiert, aber wir haben uns natürlich auch sehr von einem Exporteur abhängig gemacht und noch dazu dessen autokratische Tendenzen ignoriert. Und jetzt tragen wir eben die schwierigen und teuren Konsequenzen. Durch die Gaskrise hat sich der Handlungsdruck bei der Energiewende verdreifacht. Also neben der Klimakrise haben wir jetzt auch stark gestiegene Energiepreise und eine gefährdete Versorgungssicherheit. Und das heißt, die Energiewende ist nochmal dringlicher, aber auch komplexer geworden. Was wir außerdem auch nicht vergessen sollten in all den Diskussionen über die aktuelle Lage ist, dass Erdgas eine klimaschädliche fossile Technologie ist, aus der wir eben auch so schnell wie möglich aussteigen müssen, um die Klimakrise einzudämmen. Denn Erdgas produziert Methanemissionen, das ist ein sehr potentes Treibhausgas und trägt sehr stark zur Erderhitzung bei. Und das heißt, bereits vor 2030 muss unser Verbrauch von Erdgas deutlich sinken. Stellen sich daher viele Fragen kurzfristig. Was ist der aktuelle Stand bei unserer Gasversorgung? Wie kommen wir angesichts der aktuellen Lage durch den Winter? Welche Abhängigkeiten, aber auch welche Ausweichmöglichkeiten gibt es in der Industrie, beim Heizen und bei der Stromversorgung? Und langfristig, woher und unter welchen Bedingungen bekommen wir in Zukunft unser Gas? Kann Erdgas weiterhin eine Brücke zur Klimaneutralität sein? Aber auch die Frage, welche Auswirkungen hat die aktuelle Krise auf unsere Emissionen? Welche Fahrtabhängigkeiten, welche Lock-ins werden durch die aktuellen Notfallmaßnahmen und den Neubau fossiler Infrastruktur geschaffen? Diese Fragen treiben bestimmt auch viele von Ihnen und von euch um und wir wollen heute Abend versuchen, sie zu beantworten. Dafür haben wir Isabel Braunger eingeladen. Vielen Dank, dass du dir heute Abend die Zeit nimmst und deine fachliche Expertise zur Verfügung stellst. Du forschst aktuell an der Europa-Universität Flensburg in der Abteilung Energie- und Umweltmanagement und du bist außerdem Gastwissenschaftlerin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Vorher warst du schon wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Nachwuchsforschungsgruppe Coal Exit an der TU Berlin und deine Forschung befasst sich vor allen Dingen mit Transformationsprozessen im Energiesektor. Und du warst auch schon vorher beim NABU in der Umweltbildung tätig und bist auch nebenbei noch Sprecherin der Landesarbeitsgruppe für Energie der Grünen in Berlin. Also vielseitig engagiert und in diesem Thema eine sehr gute Expertin. Wir freuen uns, dass du heute Abend dabei bist. Und du wirst uns heute Abend in zwei Vortragsteilen erklären, welche Rolle Erdgas aktuell und in Zukunft bei der Energieversorgung in Deutschland spielen kann. Der erste Vortragsteil wird sich vor allen Dingen mit dem aktuellen Stand der Gasversorgung befassen und im zweiten Teil werden wir dann einen Blick werfen auf die Rolle von Erdgas auf dem Weg zur Klimaneutralität. Und nach den beiden Vortragsteilen haben wir dann jeweils 15 Minuten Zeit für Ihre und eure Fragen und auch gerne Kommentare und die könnt ihr in das Frage- und Antwortfenster schreiben oder ihr könnt sie auch gerne hier live bei uns auf der Bühne stellen. In dem Fall würdet ihr dann per Video oder per Ton zugeschaltet. Und das heißt, wer das gerne machen möchte, schreibt dann gerne ein V für Video oder T für Ton vor die Frage in den Chat und dann kann ich das berücksichtigen und euch hier zu uns auf die Bühne holen. Bevor wir jetzt gleich beginnen, würden wir gerne noch ein bisschen über Sie und euch erfahren. Uns interessiert, wo Sie wohnen, welchen Bezug ihr zum heutigen Thema habt
und ob ihr Gas als Brücke zur Klimaneutralität seht. Und dafür haben wir jetzt hier eine kleine Fragenbatterie eingeblendet und bitten da einmal um Beantwortung. Lassen wir noch mal ein bisschen Zeit, bis alle antworten konnten. Und dann sehe ich hoffentlich gleich die Ergebnisse. So, also wie vielleicht nicht überraschend, viele Zuhörende aus der Großstadt oder einer mittelgroßen Stadt, viele aus dem Bereich Politik, Aktivismus, aber auch ein großer Teil aus privatem Interesse. Das freut uns natürlich sehr. Und bei Gas als Brücke zur Klimaneutralität ist das Bild sehr gespalten. Aber was auf jeden Fall feststeht, die Minderheit sagt, ja, es ist unverändert eine Brücke zur Klimaneutralität, wie es geplant war. Von daher sind wir da, glaube ich, sehr gespannt, was du uns dann gleich erzählen wirst, Isabel. Vielen Dank für die Antworten. Bevor ich jetzt gleich an dich übergebe, Isabel, wollte ich noch kurz Rita Hoppe und Stefan Stoll danken, die heute Abend das Webinar mit mir zusammen organisiert haben. Und damit würde ich sagen, Isabel, du hast das Wort. Vielen Dank. Ich teile noch schnell meine Präsentation. Okay, dann versuche ich das jetzt mal. Ich bekomme hier so eine Anfrage. Maria, weißt du, woran das liegen könnte, dass wir die Präsentation nicht sehen können? Leider nein, aber vielleicht, Isabel, versuch's nochmal über oben den Reiter Bildschirmpräsentation, die dort rüber zu starten. Wo meinst du genau? Also oben in dem roten Bereich, neben Animationen. Also da gibt es verschiedene Reiter, dann steht da Bildschirmpräsentation. Ah. Genau, und dann, ja. So. Ah, super, vielen Dank. Gerne. Jetzt möchte ich gerne noch meine Referentenansicht sehen. So, seht ihr jetzt meine Präsentation oder den Referentenansicht? Wir sehen die Präsentation. Super, wunderbar. Dann vielen Dank erstmal für die technische Hilfe und vielen Dank, liebe Anna, für die freundliche Vorstellung. Jetzt habe ich ein weiteres Problem und zwar komme ich nicht mit den Folien weiter. Heieiei. So, okay. Genau, also vielen Dank nochmal für die freundliche Vorstellung. Du hast es ja schon gesagt, deswegen spare ich mir hier die Zeit, nochmal meine Affiliation zu nennen, aber ich möchte trotzdem nochmal ganz kurz darauf eingehen. Gas, gefährdete Versorgungssicherheit und Brücke zur Klimaneutralität ist der Titel der heutigen Veranstaltung und wie du schon auch eingangs erklärt hast oder kurz darauf eingegangen bist, der Vortrag ist unterteilt in zwei
Teile. Anfangen möchte ich gern mit dem Status quo, also welche Bedeutung hat Erdgas eigentlich als Energieträger für Deutschland? Wo findet er Verwendung? Woher importieren wir unser Erdgas aktuell und wie steht es da um die Versorgungssicherheit? Ich will da auf beides eingehen, also Pipeline-Gas und LNG-Importe, also LNG, Liquefied Natural Gas, Flüssiggas auf Deutsch, und versuche da dann auch nochmal so ein bisschen den Blick zu weiten und auch die EU mit in die Betrachtung einzubeziehen. Ich werde kurz auf aktuelle Erdgaspreise, Großhandelspreise und Speicherfüllstände eingehen und auch nochmal einen Ausblick Winter 23/24 geben. Wie sieht es da aus mit der Versorgungssicherheit? Im zweiten Teil wird es mehr um die Klimawirkung von Erdgas gehen. Also darauf werde ich jetzt in dem ersten Teil nicht eingehen können. Die erste Frage, wofür oder wie wichtig ist der Energieträger Erdgas in Deutschland und wofür verwenden wir es? Einmal hier der Primärenergieverbrauch 2021 und 1990 im Vergleich dargestellt. In diesem Kreisdiagramm, die gelbe Fläche steht oder bildet Erdgas ab, Gase. Und man sieht hier schon, 2021 war Erdgas der zweit wichtigste Energieträger in Deutschland mit 27%. Und was man auf der Grafik auch noch ganz gut sehen kann, Erdgas ist der einzigste fossile Energieträger, dessen Nutzung sich seit 1990 eigentlich erweitert hat. Alle anderen fossilen Energieträger, da ist die Nutzung zurückgegangen. In welchen Sektoren oder für was nutzen wir das Gas? Hier sieht man einmal den gesamten Energieverbrauch auf die einzelnen Sektoren verteilt, also wo wird wie viel verwendet, und dann nochmal die einzelnen Sektoren abgebildet. Man sieht, im Verkehr nutzen wir eigentlich, also sind Gase bisher eigentlich vollkommen irrelevant, während sie in der Industrie immerhin 37% Energiekonsums ausmachen. Hier kann man sagen, in der Industrie wird Erdgas vor allem für die Bereitstellung von Prozesswärme genutzt, also Hochtemperaturwärme, Wärme bis teilweise über 1000 Grad und als Grundstoff für die Produktion. Dann in den Haushalten verwenden wir auch Gase als meisten Energieträger oder am umfangreichsten genutzten Energieträger mit fast 40%. Auch hier zur Bereitstellung von Wärme, allerdings Niedrigtemperaturwärme, also Gebäudewärme. Das Gleiche gilt eigentlich für Gewerbe, Handel und Dienstleistungen. Auch hier spielt Gas eine Rolle, wenn auch nicht so eine große wie in der Industrie und bei den Haushalten, aber ähnlich wie bei den Haushalten wird es eben hier auch für die Gebäudewärme genutzt. Vielleicht noch einmal kurz zurück. Wir können auch sehen, in allen Sektoren verwenden wir Strom. Auch wieder hier mit der Ausnahme im Verkehrssektor eher gering. Und auch für die Stromproduktion verwenden wir Erdgas. Und zwar betrug 2021 der Anteil für die Stromerzeugung 15%. Und hier in der Grafik kann man auch noch mal im Zeitverlauf sehen, Erdgas, die Erdgasnutzung hat sich auch bei der Stromerzeugung, wurde sozusagen stetig häufiger oder mehr auf den Energieträger zurückgegriffen. Woher bekommen wir das Gas? In Deutschland, das sieht man oben jetzt in diesem Tortendiagramm. Haben wir 2020 in über 50%, also 55% des Erdgases aus Russland bezogen. Norwegen war auch ein sehr großer Lieferant, so wie die Niederlande.
Und man kann sagen, diese Aufteilung mit immer wieder ein bisschen Verschiebungen, das war in den letzten Jahren relativ konstant. Konstant war auch, dass die Lieferungen aus den Niederlanden zunehmend geringer wurden, einfach weil dort das große Erdgasfeld in Groningen weniger genutzt wird und eben auch bis 2024 komplett geschlossen werden soll, weil es dort vor Ort eben zunehmend zu Erdbeben gekommen ist. Das ist auch der Grund, warum da an diesem Plan jetzt auch festgehalten wird. Und also trotz der Erdgaskrise oder Energiekrise, in der wir uns gerade befinden. Weiter unten oder links im Bild sieht man nochmal im Balkendiagramm, wo die EU ihren Erdgas bezieht. Und hier ist beides erfasst, also sowohl Importe über LNG als auch über Pipeline. Denn teilweise haben wir eben auch Exporteure, die in die EU über beide Wege liefern, beispielsweise auch Russland. Also wir bekommen auch LNG aus Russland angelandet. Und deswegen fand ich diese Grafik einmal ganz spannend, das auch sozusagen in den Mengen dann zu sehen, wie sie auch tatsächlich ankommen. Und man sieht auch in der EU ist der Import von Erdgas aus Russland relativ hoch. Auch wenn wir 2022, also hier haben wir jetzt nur das erste und zweite Quartal abgebildet, einen Rückgang haben, sieht man aber trotzdem, dass auch der Anteil an russischem Erdgas immer noch vergleichsweise hoch ist. Bis Ende des Jahres wird es wahrscheinlich 55% weniger Importe aus Russland sein als in den Jahren zuvor, aber es macht immer noch einen großen Anteil aus. Dann sehen wir auch, wir haben noch Norwegen als sehr großen Lieferanten, Algerien, anders als in Deutschland und was man auf der Grafik auch ganz gut sehen kann, auch andere LNG-Import-Länder haben in 2022 eine größere Rolle gespielt. Eine wichtige Information dazu vielleicht noch, der Erdgas, also die Erdgasproduktion sowohl in der EU als auch in Deutschland sind relativ gering. In der EU waren es ungefähr 11% und in Deutschland sind es 5% 2020 gewesen oder 2021. Also die Importabhängigkeit bei Erdgas ist relativ hoch. Hier auf der Abbildung kann man nochmal sehen, ein bisschen, also sehr vereinfacht dargestellt, was sind so die wichtigsten Importrouten. Hier rot markiert sind die Pipelines, über die russisches Gas nach in die EU kommt. Dann gibt es eben Pipelines nach Norwegen. Hierüber wurde tatsächlich auch dieses Jahr 10% mehr Erdgas geliefert als im vergangenen Jahr. Dann haben wir hier noch im Süden Pipelines aus Algerien. Auch hier ist die Liefermenge angestiegen dieses Jahr. Und wir haben noch Pipeline-Flüsse aus Aserbaidschan. Auch hier haben wir sozusagen, also haben wir eine Steigerung der Lieferungen dieses Jahr gesehen. Allerdings ist sozusagen, also ist der Import, die Importmöglichkeiten sind relativ ausgeschöpft. Es gibt noch Möglichkeiten, ein bisschen mehr Erdgas aus Algerien in die EU zu liefern, aber tatsächlich ist es eben so, dass die Pipeline-Kapazitäten relativ ausgeschöpft sind. Eine andere Möglichkeit, Erdgas zu importieren, ist eben über sogenannte LNG-Terminals. Die sind hier rot markiert und LNG ist ja durch jetzt die Energiekrise, in der wir uns auch befinden, in der medialen Präsenz es wird sehr viel darüber berichtet. Und das ist auch der Grund, warum ich diese Folie noch mit reingenommen habe, um einmal nochmal ein klareres Bild davon zu zeichnen, was LNG eigentlich ist, welche Infrastruktur man dafür braucht. Einmal ist LNG
im Grunde ganz normales Erdgas. Das wird genauso gefördert und verarbeitet wie Erdgas, was wir über die Pipelines bekommen. Es wird dann aber eben nicht über hohen Druck über Pipelines transportiert, sondern erstmal verflüssigt, das heißt auf minus 160 Grad heruntergekühlt, und dann wird das eben das stark komprimierte, der stark komprimierte Energieträger auf Schiffe verladen, auf Tanker, die das dann im Prinzip das Gas in die ganze Welt verschiffen können. Dafür braucht es dann eben ein Anlandeterminal. Das kann jetzt wie hier in der Abbildung ein landseitiges Terminal sein, also ein fest installiertes Terminal. Es kann aber auch eben ein schwimmendes Terminal sein, also eine sogenannte FSRU, Floating Storage and Regasification Unit. Die unterscheiden sich im Prinzip dadurch, dass, wie der Name schon sagt, dass die FSRU sozusagen ein schwimmendes Importterminal ist. Und an diesem Importterminal wird am Ende nichts anderes gemacht, als das Erdgas, das flüssige Erdgas, wieder in seinen gasförmigen Aggregatzustand zurückversetzt. Und dann kann das Gas ganz normal wie jedes andere, also Pipeline-Erdgas auch, durch die ganz normale Erdgasinfrastruktur weiter transportiert werden. Das heißt eben aber im Umkehrschluss auch, man braucht entsprechende Pipeline-Kapazitäten dann vor Ort, um dann eben auch das Erdgas von der Anlandestelle ins Netz transportieren zu können. Und meines Wissens nach ist in allen vier Standorten, die gerade in Deutschland die in Deutschland vorgesehen sind, um solche Terminals zu installieren, muss es zumindest eine Erweiterung des Pipeline-Netzes geben. Okay, auf der Grafik vorher konnte man schon sehen, dass die LNG-Importe angestiegen sind. Und hier auf der Grafik sieht man nochmal ein bisschen besser aufgeschlüsselt, woher der Zuwachs an LNG kam, also aus welchen Exportländern. Und ganz klarer Vorreiter hier im Vergleich zum Vorjahr, zweites Quartal 2021, 2022 sieht man, die USA haben ihre Exporte nach Deutschland, in die EU stark ausweiten können, aber eben auch russisches LNG spielt noch eine wichtige Rolle und ist auch eine größere Rolle als im vergangenen Jahr noch. Alle anderen Exporteure konnten mehr oder weniger den Umfang ihrer Exporte beibehalten. Dann hier nochmal zu den LNG-Terminals. Es gibt in der EU schon umfassende Kapazitäten an Import-Terminals. Die sind in der Lage, bis zu 40% des europäischen Gasbedarfs zu decken. Hier sieht man die blaue Linie zeigt die durchschnittliche Auslastung aller Terminals. Und dann sind noch einzelne Länder, also die Terminals in einzelnen Ländern abgebildet. Einmal Frankreich, Italien, Spanien und UK. Das sind aber nicht alle Länder, die über ein Terminal verfügen, sondern das ist jetzt einfach nur mal so eine Auswahl. Und ich wollte das zeigen, weil man hier auch ganz gut sieht, die lilane Linie, das sind die Terminals in Spanien. Spanien verfügt über relativ viele Kapazitäten, aber die sind eben nicht ausgeschöpft worden, unter anderem deswegen auch, weil Pipeline-Kapazitäten um das Gas dann von Südwesteuropa nach Zentraleuropa zu transportieren, gar nicht auf diese Flussrichtung ausgerichtet sind, sondern sie sind eigentlich darauf ausgerichtet, dass man Gas von Zentraleuropa Richtung dann Westen transportiert, also sozusagen über Deutschland dann. So, genau, ich hatte es schon erwähnt, Europa verfügt bereits über relativ umfassende LNG-Importkapazitäten. Ungefähr 170 Milliarden Kubikmeter können importiert werden im Jahr in Planung. Und das sieht man hier auf der Grafik nochmal abgebildet in grün, sind weitere ungefähr 80 Milliarden Kubikmeter bis 2026
in der EU plus 70 Milliarden Kubikmeter, die wir in Deutschland gerade an Importterminals planen. Darunter sind sozusagen, also das sind jetzt beide zusammengefasst, die schwimmenden Terminals sowie die landseitigen. Dazu interessant finde ich auch die Information über den LNG-Markt, also sozusagen die globale Perspektive, die auch Exportperspektive. 2023 haben wir vermutlich zusätzliche LNG-Mengen von rund 20 Billiarden Kubikmeter auf dem LNG-Markt. Ein guter Teil davon ist aber auch schon von China unter Vertrag. Dieses Jahr hatten wir eben die Situation, dass aufgrund verschiedener Gegebenheiten China die kontrahierten Mengen nicht alle verbraucht hat und eben dann teilweise weiterverkauft hat, sozusagen, also so, dass Mengen davon auch nach Europa importiert werden konnten. Wie das sozusagen sich das in 2023 entwickelt ist, muss man dann sehen. Insgesamt kann man sagen, dass das aber eine relativ schlechte Ausgangssituation ist, auch um Langfristverträge abzuschließen. Und die bräuchte man jetzt ja eigentlich dadurch, ja, um langfristig sozusagen auch mehr Mengen auf dem LNG-Markt zu bekommen. Dann wollte ich hier auch noch ganz kurz was zu den Preisen sagen. Ich bin schon ein bisschen über der Zeit, deswegen versuche ich mich noch kurz zu fassen, als ich geplant hatte. Und zwar sieht man hier einmal, also Erdgas kann ja sozusagen über Langzeitverträge gehandelt werden, aber eben auch an der Börse. Und hier sieht man den Börsenstrompreis. Einmal die obere Abbildung ist der Preis am TTF, also das ist der virtuelle Gashandel in den Niederlanden. Der gilt auch als Referenzwert für europäische Erdgaspreise. Den wollte ich einmal zeigen, wenn man hier in dieser langen Zeitleiste sehen kann, wie stark die Erdgaspreise eigentlich angestiegen sind. Das begann schon Mitte, Ende letzten Jahres. Das hat verschiedene Gründe, unter anderem auch, weil eben nach der Corona-Pandemie die globale Wirtschaft sich wieder erholt hat, Gasnachfrage höher war, die Gasproduktion innerhalb der EU gesunken ist, Lieferungen aus Russland schon zurückgegangen sind. Also man sieht schon letztes Jahr, Ende letzten Jahres, die Situation am Gasmarkt war schon angespannt und die Preise sind massiv angestiegen. Nichts im Vergleich zu den Preissteigerungen, die jetzt sozusagen dieses Jahr, die wir dieses Jahr gesehen haben. Und in der Abbildung unten sieht man die Preise in der deutschen Gashandelszone. Und da ist auch nochmal interessant zu sehen. Also es gibt sozusagen, hier einmal den Day-Ahead-Preis in Orange abgebildet und den Future as a Month-Ahead-Preis in Blau. Und da sieht man, dass zwar Ende, im Oktober, September, Oktober die Preise gesunken sind, aber eben auf dem Month-Ahead-Preis, der Month-Ahead-Preis nicht so stark wie der kurzfristige Preis. Das eben auch daran lag, dass perspektivisch klar war, okay, sobald die Heizsaison beginnt, wird die Gasnachfrage wieder steigen. Dann hier noch was zu den Speicherfüllständen. Einmal in der Abbildung im Hintergrund die deutschen Erdgasspeicher und im Vordergrund die Speicher in der EU. Und man sieht einmal jetzt in der hinteren Abbildung in Deutschland, die Erdgasspeicher sind voll. Das ist sehr gut, das ist eine sehr gute Ausgangssituation jetzt auch, um in die Heizsaison zu starten. Aber was man eben auch sieht, ist, dass die Speicherstände nicht viel voller sind, als wir sie in den vergangenen Jahren hatten. Also es steht uns nicht viel mehr Erdgas zur Verfügung und das Gleiche, so sieht es eben auch in der EU aus. Also die Situation ist aktuell positiv zu bewerten, aber Speicher
also Ausspeicherungen sind in der Regel auch nur für 20-40% des Heizbedarfs decken die sozusagen, und der Rest muss stetig sozusagen weiter importiert werden. Ich bin schon ein bisschen über der Zeit, deswegen überspringe ich diese Folie. Die ist, glaube ich, braucht relativ viel Zeit, um die zu erklären. Aber ich möchte noch was dazu sagen. Wie sieht es denn aus mit den Einsparungen, die wir aktuell haben? Einmal kann man sehen, dass wir tatsächlich im Gebäudewärmebereich einiges einsparen konnten. Da ist sozusagen, hat sich das ein bisschen nach, zeitlich verschoben, also die hohen Preise wurden nicht sofort durchgereicht. Und mit der politischen Situation ist es da aber dann nochmal, konnte da nochmal deutlich mehr eingespart werden. In der Industrie haben wir einen kontinuierlichen Zuwachs an Einsparungen, und im Stromsektor, da zeichnet sich kein ganz klares Bild ab, aber da spielen eben auch noch mehr Faktoren als jetzt nur Preise eine Rolle. Okay, und dann komme ich jetzt für meinen ersten Vortragsteil erstmal zum Schluss. Ja, vielen Dank, liebe Isabel. Ich glaube, wir sehen alle, da ist so viel Infos und auch so viele offene Fragen. Da könnten wir, glaube ich, mehrere Abende mit füllen. Aber ich glaube, du hast einen sehr guten ersten Einstieg hier präsentiert. Ich habe direkt zwei kleine Klärungsfragen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist, erhalten wir aktuell weiterhin Gas aus Russland, aber eben nicht über Pipelines, sondern in der Form von LNG. Könntest du das nochmal klarstellen? Und die Frage nochmal, das Gasangebot, wenn ich das richtig verstanden habe, wird ja weiterhin knapp bleiben, auch in den nächsten Jahren. Inwiefern kaufen wir denn dann als Deutschland oder als EU anderen Ländern vielleicht das LNG weg, einfach weil wir einen höheren Preis bieten können? Das wäre auch nochmal eine interessante Perspektive. Mhm. Also zur ersten Frage, wen meinst du mit wir? Meinst du jetzt Deutschland oder die EU? Genau, Deutschland. Okay, aktuell kommt immer noch Gas aus Russland über Pipelines sozusagen nach Europa, aber nach Deutschland kommt davon zurzeit nichts mehr, also Nord Stream 1 und über Polen. Die Pipelines sind ja aktuell auf Null. Aber ja, also es kommt LNG über LNG-Terminals in der EU an, und davon wird auch ein Teil vermutlich nach Deutschland gelangen, ja. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie hoch der Anteil ist, der dann tatsächlich nach Deutschland fließt, aber ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es diese Informationen überhaupt gibt, weil es ja sozusagen auch über Zwischenhändler teilweise dann gehandelt wird, und wenn man dann eine gewisse Menge kauft, weiß man ja vielleicht auch als Einkäufer gar nicht unbedingt, woher kommen die jetzt ganz genau. Dann die andere Frage, woher stammt dann das zusätzliche LNG, das wir in der EU jetzt importieren? Ja, das ist schon so, dass es, also es waren nur teilweise Mengen, die zusätzlich bereitgestellt werden konnten, und der andere Teil wurde dann eben auf dem kurzfristigen Markt eingekauft. Und insbesondere wenn man in den asiatischen Raum schaut, sieht man eben, dass dort zwar verschiedene Länder versucht haben, LNG am Spotmarkt zu kaufen, aber also einfach überboten wurden, also diese Preise einfach nicht bezahlen konnten, die gerade am dann am Spotmarkt dort das LNG gekostet hätte. Ich glaube, besonders interessantes Beispiel ist da Pakistan. Die konnten 80%, also deren also Erdgaskauf am Spotmarkt ist um 80% zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahr. Sie wollten das kaufen, aber sie konnten es eben nicht, weil sie überboten wurden. Und der andere, also genau, und bei Pakistan war das sozusagen so ein Fall, und das betrifft auch andere asiatische Länder, dass also das sozusagen nicht auf freiwilliger Basis geschehen ist, dass das LNG nach Europa gegangen ist. Ein anderer Fall ist China. Ich hatte es kurz im Vortrag auch erwähnt.
Mengen, die eigentlich für China gedacht waren, konnten dann in Europa genutzt werden. Und das ist eben für das kommende Jahr unklar, ob das weiter so der Fall sein wird. Ein anderer Punkt sind aber auch FSRUs, also diese Floating Regasification in Storage Units. Das sind ja, ja sehr große Schiffe, die jetzt nicht unbedingt vom Fließband kommen, sondern da gibt es eben ein gewisses Kontingent, die aktuell zur Verfügung stehen. Und auch da muss man sagen, hat jetzt Europa ziemlich zugeschlagen und da hat die Kapazitäten für sich in Anspruch genommen. Das bedeutet eben auch, dass andere Länder und gerade im asiatischen Raum Projekte, die jetzt in Planung waren, nicht realisiert werden können. Sprich, Importkapazitäten fehlen dann dort auch für die Märkte. Ja, danke. Das sind, glaube ich, nochmal interessante Einblicke und eine Perspektive, die hier oft nicht ausreichend mit betrachtet wird, wenn wir darüber sprechen, dass wir Erdgas ersetzen müssen, was wir jetzt nicht mehr aus Russland bekommen. Ich würde mich jetzt mal an meinen Kollegen Stefan wenden und ihn fragen. Bestimmt gibt es viele Fragen im Chat. Vielleicht könntest du uns mal 2, 3 gesammelt reingeben. Ja, es gibt ziemlich viele Fragen im Chat. Die Leute, unsere Zuschauenden, sind sehr beschäftigt mit den LNG, mit dem Komplex des LNG. Und da gibt es eine Reihe Verständnisfragen. Da würde ich mal 2 rausgreifen. Die Frage, wie hoch ist der Energieaufwand bei der Verflüssigung und Wiedervergasung von LNG? Und dann haben wir hier noch, wie hoch sind denn die Effizienzverluste von LNG gegenüber Erdgas durch die unter anderem durch die notwendigen Umwandlungsprozesse? Das wären so 2 technische Fragen. Und wollt ihr erst auf die antworten oder soll ich noch weitere Fragen vorlesen jetzt? Vielleicht kannst du noch eine Frage mit reingeben. Ja, dann gibt es hier gleich noch also so die politische Dimension von LNG, die etwas provokante Frage, gibt es LNG-Ursprungsgebiete, in denen nachweislich keine Menschenrechtsverletzungen stattfinden? Das wäre dann noch so eine etwas andere Dimension. Ja, danke dir, Stefan. Und dann übergebe ich direkt das Wort an dich, Isabel, gerne auf alle 3 Fragen, falls du kannst. Ich weiß gar nicht, ob ich die Fragen jetzt wirklich so im Detail exakt beantworten kann, aber also ich hatte es ja vorher gesagt, ein Runterkühlen auf minus 160 Grad, das braucht natürlich einen gewissen Energieaufwand und der Aufwand, LNG zu transportieren, energetisch ist höher, als es über eine Pipeline zu transportieren. Es kommt dann aber auch wieder auf die Frage, welche Strecke muss ich transportieren? Von wo kommt das LNG dann? Eine kürzere Strecke ist dann natürlich ein geringerer Verlust als eine längere Strecke. Deswegen, so ganz klar kann ich die Frage nicht beantworten, aber energetisch kann man vielleicht schon allgemein sagen, dass es aufwendiger ist, LNG zu transportieren, als jetzt über Pipelines. LNG-Ursprungsgebiete ohne Menschenrechtsverletzungen, das finde ich schwer zu beantworten. Also die größten Lieferanten sind eben Australien, USA, Katar. Inwiefern es da zu Menschenrechtsverletzungen kommt bei der Förderung von Gas, weiß ich nicht. Aber ich weiß auch nicht, inwiefern es zu bei Pipeline-Gas zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Also wie da die Situation beispielsweise in Russland gewesen ist, kann ich auch nicht einschätzen. Ja, danke dir. Also das wäre auf jeden Fall da nochmal eine spannende Frage, die wir auch mitnehmen können aus der Debatte, glaube ich. Mit Blick auf die Uhr, Stefan, kannst du uns vielleicht noch so 2 weitere Fragen aus dem Chat vorlesen und dann können wir auch langsam Richtung zweiten Vortragsteil übergehen. Okay, das mache ich gerne. Ich habe noch 2 Fragen gesammelt unter Verschiedenes. Das eine ist, warum spielt Biogas hier keine Rolle? Biogas macht in Dänemark immerhin 20% der gesamten Gasmenge aus. Und dann schade, dass die Situation für 2023, 2024 nicht dargestellt wurde. Könntest du dazu noch was sagen zu der erwarteten Situation?
Ja, Biogas, wir hatten das, die Punkte, die wir gerne in diesem Vortrag abgedeckt hätten, musste ich relativ zusammendampfen, weil 15 Minuten doch irgendwie nur ein begrenzter Zeitraum sind. Deswegen spielte jetzt Biogas auch keine Rolle. Tatsächlich muss man aber auch sagen, also auch Biogas herzustellen, dafür braucht man erstmal Biomasse, die muss man haben. Also es ist nur in begrenztem Umfang einfach machbar. Und dann muss man sich genau überlegen, okay, wo will man das denn langfristig einsetzen, sozusagen diesen Energieträger. Dass es so viel ausmacht in Dänemark, kann eben aber auch sein, dass Dänemark vergleichsweise wenig Gas nutzt. Dann die Situation 2023, 2024, da wollte ich auf der Folie vor allem darstellen, das war ein Szenario der IEA. Da wollte ich einfach nochmal aufzeigen, wie wichtig es einfach ist, aktuell Erdgas zu sparen, weil alles, was wir jetzt aus den Speichern rausholen, müssen wir 2023 auf dem Markt wieder einkaufen. Die Preise sind relativ hoch, also im Vergleich jetzt zum Sommer sind sie gerade niedrig, aber im Vergleich zu den Preisen, die wir gewohnt sind, sind sie enorm angestiegen. Die Situation ist knapp, also ich hätte es auch dargestellt, es ist nur begrenzt möglich, auf dem globalen LNG-Markt jetzt kurzfristig sehr viel mehr Mengen zur Verfügung zu stellen. Dafür braucht es einfach auch neben der Importkapazität, die wir jetzt versuchen aufzubauen, eben auch eine relativ große Exportkapazität, teilweise auch die Erweiterung von Gasgewinnungsstätten. Und das ist in so einem kurzen Zeitraum einfach nicht möglich. Wir haben die Situation, ich hatte es auch kurz am Rande erwähnt, ich glaube, ich hatte es mittlerweile schon zweimal erwähnt, dass wir dieses Jahr Mengen aus China bekommen haben, die dort nicht genutzt wurden. Das ist für nächstes Jahr, wissen wir das nicht, wie sich das entwickelt wird, aber voraussichtlich, also man kann nicht darauf setzen. Dann hatte ich am Anfang auch nochmal aufgezeigt, Erdgasimporte aus Russland sind immer noch relativ hoch. Also Anfang des Jahres waren die einfach noch sehr, sehr konstant, auch was über Pipelines kam. Wir haben diese Situation vielleicht nächstes Jahr nicht mehr, dass wir noch weiteres Gas aus Russland bekommen. Von daher, also die Lage wird sich nicht entspannen. Im Gegenteil, es wird wahrscheinlich noch schwieriger sein, die Speicher zu füllen, weswegen es jetzt sehr, sehr wichtig ist, Erdgas zu sparen, um eben die Versorgungssicherheit auch noch im kommenden Winter 2023, 2024 gewährleisten zu können. Ja, danke nochmal für diese Erklärung. Und ich glaube, das ist auch eine super Überleitung zu dem zweiten Teil, weil es gilt ja jetzt nicht nur kurzfristig, sondern auch mittel- und langfristig. Das beste Gas und das beste Energie ist eigentlich die wir nicht verbrauchen. Also jetzt Effizienz und Suffizienz ist natürlich nicht nur wichtig für die kurzfristige Versorgungssicherheit, sondern auch langfristig dann auf dem Weg in Richtung Klimaneutralität. Deswegen würde ich vorschlagen, kommen wir vielleicht zum zweiten Vortragsteil. Und dann haben wir ja danach nochmal Möglichkeiten für Rückfragen. Und ich erinnere auch nochmal, Sie können sich und ihr könnt euch gerne auch hier live zuschalten, wenn ihr kommentieren wollt oder eine Frage live stellen wollt, ist das auch möglich. Und dann übergebe ich direkt nochmal an dich, Isabel. So. Ist wieder leider diese kurze technische Unterbrechung. So. Genau, in diesem zweiten Teil wollte ich ja nochmal auch auf die Rolle von Gas
hin zur Klimaneutralität eingehen, in Ergänzung zu dem jetzt rein, vielleicht Energie, zur rein energiewirtschaftlichen Perspektive im ersten Teil. Und vielleicht als allererstes die Frage nach CO2-Emissionen, weil, Anna, du hattest es ja am Anfang kurz erwähnt, Erdgas wurde auch sozusagen als Brücke, Brückentechnologie bezeichnet. Worauf basiert das? Das ist einfach, weil Erdgas relativ sauber verbrennt. Und im Vergleich zu jetzt, hier habe ich mal ein Braunkohlekraftwerk dargestellt, entsteht eben in einem Gaskraftwerk viel weniger CO2 bei der Erzeugung von Strom. Man kann so sagen, so Pi mal Daumen, also es ist jetzt ein Braunkohlekraftwerk, ein Steinkohlekraftwerk, emittiert ein bisschen weniger CO2. Man kann aber es sozusagen so eine Pi mal Daumen-Regel ist, so die Hälfte des CO2s entsteht bei der Erzeugung von Strom mit Erdgas anstelle von Kohle. Aber ich finde es auch immer wichtig, an dieser Stelle nochmal auch zu schauen, es ist eben immer noch relativ viel CO2 im Vergleich zu anderen Möglichkeiten der Stromgewinnung, wie jetzt hier Windkraft. Und was ganz häufig dann in der Debatte nicht erwähnt wird, was du dankenswerterweise jetzt aber in der Einleitung gemacht hast, Erdgas ist nicht nur, wenn man sozusagen die Klimawirkung betrachtet, ist nicht nur die CO2-Emission bei der Verbrennung relevant, sondern eben auch die Methanemission in der Vorkette. Und Erdgas besteht zu einem großen Teil aus Methan und Methan ist eben ein sehr klimawirksames Treibhausgas. Und es wirkt vor allem in den ersten 20 Jahren nach der Emission sehr stark. Neueste Zahlen sagen, aktuelle Zahlen sagen, es wirkt in diesem Zeitraum von 100 Jahren 87 Mal, in diesem Zeitraum von 20 Jahren 87 Mal stärker als CO2 in der Atmosphäre und auf einen Zeitraum von 100 Jahren gesehen immer noch 36 Mal stärker. Und diese Zahlen, also das Treibhausgaspotenzial, da wird oft beispielsweise auch im Umweltbundesamt noch mit veralteten Zahlen, mit veralteten Faktoren gerechnet. Damit steht dann Erdgas unverdienterweise oft besser da, als es eigentlich der Fall ist. Ein anderer Punkt ist eben aber auch dieser Zeitraum, in dem es wirkt. Also in Betrachtungen wird oft eben nur dieser 100-Jahres-Zeitraum angeschaut, aber gerade wenn man auch den Blick auf Klimakipppunkte richtet, ist es eben auch wichtig, Kurzzeitanalysen zu machen. Und es kann eben sein, dass wenn man sozusagen in relativ naher Zukunft relativ hohe Methanemissionen hat, dass man damit schneller an Klimakipppunkte kommt. Also Kipppunkte, die dann auch nicht mehr zurückdrehbar sind. Um jetzt irgendwie ein anschauliches Beispiel vielleicht mal zu nennen, sind Methanemissionen aus Permafrostböden. Ja, wenn Permafrostböden geschmolzen sind und das Methan in die Atmosphäre entweicht, wird es eben weiter klimawirksam oder stärker klimawirksam und somit treibt der Klimawandel sozusagen sich selber an. Das sind diese Kipppunkte, die man dann eben schneller erreichen kann mit einem höheren Methanausstoß in auf kurzfristige Sicht. Das Problem mit Methanemissionen ist auch, dass wir dazu aktuell noch nicht unbedingt zuverlässiges Datenmaterial haben. In Deutschland gibt es keine Pflicht zur Messung, noch nicht von Methanemissionen. Und die Methanemissionen, von denen wir ausgehen, das sind Schätzwerte der Industrie.
Genau, bisher fehlen uns da dann einfach tatsächlich auch verlässliche Daten. Und dass das aber wichtig wäre, zeigen Untersuchungen aus den USA. Da sieht man, dass vor Ort Messungen Methanemissionen gemessen haben, die 60% höher lagen als die, die vorher geschätzt wurden. Es gibt seit 2020 in der EU die Methanstrategie. Allerdings sieht die eben auch nur vor, die Datenlage zu verbessern, Emissionen besser zu erfassen. Aber dann haben wir immer noch das Problem, dass wir Methanemissionen noch nicht reduziert haben und auch keinen Pfad für die Reduktion haben. Und das wäre tatsächlich aber auch eben wichtig, sich das mal anzuschauen. Und vielleicht noch um kurz die, das erkläre ich jetzt auf der nächsten Folie, aber ich wollte noch kurz was zu den Bildern zeigen, die man hier sieht. Was immer auch ein Problem ist, also Methanemissionen sieht man nicht mit bloßem Auge. Das sieht man an dem oberen Bild. Das wurde sozusagen dieselbe Anlage, meine in der entsprechenden Kamera aufgenommen, die das ausströmende Methan sichtbar gemacht hat. Methan riecht eben auch nicht. Also man kennt ja diesen Erd- oder Gasgeruch, den vielleicht, oder vielleicht kennen Sie den, wenn Sie mit Gas kochen, wenn Sie so einen Herd haben, der wird aber nur zugesetzt. Also das eigentliche Gas riecht nicht. Deswegen ist es eben so wichtig, solche Messungen tatsächlich dann auch durchzuführen. Es gibt jetzt immer mehr auch Daten, die über Satelliten gewonnen werden. Und das sieht man hier auf dem unteren Bild. Also da sieht man sozusagen Methanemissionen von Pipelines, die über einen Satellit aufgenommen wurden. So, warum ist es wichtig, sich Methanemissionen anzugucken? Dafür habe ich, wollte ich diese Grafik noch zeigen. Und hier sieht man die tatsächlichen, also die Methankonzentration in der Atmosphäre, wie sie gemessen wird im Vergleich zu Klimaschutzszenarien vom IPCC. Und ja, also da kann man ganz gut erkennen, seit 2014 haben wir eben einen massiven Anstieg an Methan, steigt die Methankonzentration in der Atmosphäre sehr stark an. Dieser beobachtete Anstieg nähert sich schon eher dem 3 bis 5 Grad Szenario an und liegt weit über dem, was wir emittieren dürfen oder was wir sozusagen die Konzentration wir haben dürfen, wenn wir noch das 2 Grad Ziel erreichen wollen. Es ist aktuell noch unklar, woher dieses Methan stammt, also was sozusagen die Quelle dafür ist. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass 50% dieser Methanemissionen aus menschengemachten Quellen stammen. Ein Drittel davon ist auch auf fossile Energieträger zurückzuführen oder kann damit in Verbindung gebracht werden. Also es gibt auch sehr viel Methanemissionen in der Landwirtschaft. Aber eben, also fossile Energieträger spielen tatsächlich auch eine relevante Rolle und da eben vor allem die Gas- und Ölförderung. Und hier auf der Folie nochmal dargestellt verschiedene Klimaschutzszenarien. Wie müsste sich der Erdgasverbrauch eigentlich entwickeln? Langfristig, und da sieht man die lilane Linie, das sind eben die bisherigen Erdgasverbräuche in der EU, und dann sind drei Klimaschutzszenarien, also der Verlauf der Erdgasnutzung in drei Klimaschutzszenarien dargestellt, und man sieht eben schon, bis 2030 muss der Verbrauch von Erdgas deutlich sinken. Und auch nach 2030, natürlich, Erdgas ist immer noch ein fossiler Energieträger, ja, auch wenn 50% weniger CO2 bei der Stromerzeugung entstehen als jetzt bei Kohle, ist es immer noch ein fossiler Energieträger. Und ich mache jetzt gerade selber diese Rechnung auf, aber das ist auch nicht mehr der Fall, wenn es relativ hohe Vorkettenemissionen gibt. Also wenn es sehr viele Leckagen gibt, dann ist dieser Vorteil, den Erdgas bezüglich oder im Vergleich zu anderen Energieträgern, fossilen Energieträgern noch hat, wird auch immer kleiner. Also genau. Dann habe ich jetzt so schnell gesprochen weil ich noch im Flow war und komme schon zu meinem Fazit, aber das ist schön, dann habe ich dafür ein bisschen mehr Zeit.
Möchte ich jetzt für Schlussfolgerungen ziehen, auch aus den Punkten, die ich jetzt auch im ersten Teil der Präsentation und jetzt hier auch zur Klimawirksamkeit von Erdgas dargestellt habe. Einmal, Erdgas in der Brücke würde ich nicht teilen, diese Ansicht, weil eben Methan ein sehr potentes Treibhausgas ist und wie in der letzten Folie dargestellt, Erdgasnutzung muss eben deutlich sinken, um Klimaschutzziele einzuhalten. Wir haben auch gesehen, es muss eine Verbrauchsreduktion stattfinden, die bleibt, also das ist einfach notwendig. Wir können den Wegfall russischer Erdgasimporte nicht komplett über LNG zurzeit decken. Dafür fehlen nicht, oder da ist aktuell das Nadelöhr eben nicht die LNG-Import-Kapazitäten, die wir gerade versuchen aufzubauen, sondern es ist einfach auch der globale LNG-Markt, der nicht mehr Mengen aktuell zur Verfügung stellt. Das heißt also, um die Versorgungssicherheit zumindest 2023, 2024 zu gewährleisten, musstest du Einsparungen kommen. Um Klimaschutzziele einzuhalten, muss eben muss diese Verringerung des Erdgaskonsums auch stattfinden. Das heißt, hier können eigentlich Synergien genutzt werden. Und deswegen fände ich es eigentlich wichtig, dass wir auch nochmal auf Basis jetzt der energiepolitischen und geopolitischen Lage, die wir aktuell haben, neue Berechnungen anstellen. Wie stark können wir den Erdgasbedarf tatsächlich kurz- bis mittelfristig reduzieren und dann basierend auf diesen Erkenntnissen neue Infrastruktur planen. Und das auch in einem gemeinsamen europäischen Vorgehen. Zum einen, um Stranded Assets zu vermeiden oder sogenannte Lock-in-Effekte zu vermeiden. Was heißt das? Also solche Infrastrukturvorhaben oder solche Infrastrukturen, Import-Terminals wie Export-Terminals, aber auch Pipelines, die haben eben sehr lange Amortisationszeiträume. Das heißt, man muss sie relativ lange betreiben, um die hohen Investitionskosten, die man am Anfang hatte, rauszubekommen. Wenn das eben nicht möglich ist, also wenn die Laufzeit zu kurz ist, dann kommt es zu sogenannten Stranded Assets, verlorenen Investitionen. Oder wenn man eben die Infrastruktur weiter betreibt, auch über den Zeitraum 2040, 2050 hinaus, dann kommt es zu eben diesen Lock-in-Effekten, also dass die Nutzung von dem fossilen Energieträger verstetigt wird. Das wäre dann eines meiner Fazite, dass man wirklich die Investitionen in zusätzliche Importinfrastruktur versucht, auf das absolut Notwendige zu minimieren, einfach um diese Effekte zu verhindern. Im Hinterkopf, dass LNG weiterhin knapp sein wird. Also ich spreche jetzt immer nur über einen relativ kurzen Zeitraum, 2023, 2024. Aber auch darüber hinaus, ist es nicht unbegrenzt verfügbar sozusagen. LNG wird auch perspektivisch teuer bleiben. Also natürlich, wenn das Angebot wächst, werden Preise sinken. Aber wir haben trotzdem die Situation, dass wir jetzt die vergangenen Jahre, Jahrzehnte davon profitiert haben, dass wir sehr günstiges russisches Erdgas importieren konnten. Diese Preise werden wir mit LNG einfach nicht erreichen. Dann ein Punkt ist natürlich, Abhängigkeit von Energieimporten bleibt bestehen. Auch wenn man diversifiziert, wird man Preisschwankungen aufgrund des globalen Marktes. Es gibt keinen globalen Markt für Erdgas, aber trotzdem, man ist einfach Preisschwankungen aufgrund von geopolitischen Begebenheiten, die man selbst nicht beeinflussen kann, abhängig. Und man ist natürlich auch abhängig von gewissen Exporteuren. Gleichzeitig gibt es
die sogenannten No-Regret-Maßnahmen, Erhöhung von Energieeffizienz, zum Beispiel durch Gebäudedämmung, aber eben auch massiver Ausbau von erneuerbaren Energien, auch in der Bereitstellung von Wärme. Also da auch so ein bisschen den Blick zu weiten, weg von nur Stromproduktion. Anna, ich sehe dich, ich bin auch gleich fertig. Auch hin zur Wärme. Also ja, wir haben ein Wärmeproblem aktuell und auch das kann man angehen und das muss jetzt einfach sehr schnell passieren. Und da möchte ich gerne enden mit einem Zitat, das ich aus einer Studie der IEA und die also International Energy Agency ist wirklich nicht dafür bekannt, dass sie jetzt so stark gegen fossile Energieträger sich stark macht, aber in der aktuellen Energiekrise sagt sie eben auch, dass es super notwendig ist, wirklich auch strukturelle Maßnahmen, Reduktion der des Erdgasverbrauchs in Europa umzusetzen, um tatsächlich die Versorgungssicherheit gewährleisten zu können. Ja, danke Isabel und es tut mir leid, dass ich so auf die Uhr hier gucke. Das ist leider bei so zeitlich begrenzten Webinaren immer das Problem. Vielen Dank, es war ein sehr differenzierter und auch kritischer Blick auf Erdgas jetzt auf dem Weg in die Klimaneutralität. Ich würde direkt nochmal rückfragen, kannst du vielleicht nochmal zwei, drei Worte sagen? Du hast das ja angedeutet, also der Verbrauch von Erdgas muss ja auch vor 2030 schon deutlich zurückgehen. Und da ist dann meine Frage, inwiefern brauchen wir dann überhaupt all die fossilen Infrastrukturen, die wir jetzt gerade neu errichten? Also gibt es nicht eigentlich einen Widerspruch zwischen der ganzen LNG-Infrastruktur und den langfristigen Verträgen, die wir jetzt abschließen, mit den nationalen Klimazielen, die wir auch erreichen wollen? Und was wären sonst die Alternativen? Also weniger Infrastruktur zu bauen oder zum Beispiel nur die Floating Import Terminals und keine stationären. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Und ich würde vielleicht mich direkt zu Stefan auch wenden, dass du uns auch noch ein, zwei Fragen dazu gibst. Darauf war ich jetzt noch nicht vorbereitet. Warte mal kurz. Ich muss mal eben mein Dokument öffnen. Sonst kann Isabel ja auch erstmal schon mal loslegen. Also es gab einige Verständnisfragen nochmal oder Anmerkungen zu dieser ganzen Methangeschichte. Zum Beispiel eine Zuschauerin schreibt bezüglich negativer Klima-Impacts. Was hat es mit dem Faktor 104 auf sich, den man immer mal wieder hört? Also auf jeden Fall über 100. Und dann eine technische Frage, gibt es Methanmessungen, kann man für Methanmessungen Satelliten nutzen? Bei CO2 ist das ja auch möglich. Das sind jetzt zwei Fragen, die ich mir rausgesucht hatte. Brauchen wir die gesamte Infrastruktur, die jetzt aufgebaut wird? Also ich finde, dass diese Frage stelle ich mir auch und ich kann die jetzt nicht in einem 30-minütigen Vortrag komplett beantworten. Aber ich habe versucht, einfach so Informationen zusammenzutragen, die mir relevant erschienen, um auch diese Frage beantworten zu können. Also ich glaube, dass dieser gemeinsame europäische Weg sehr wichtig ist. Also man muss jetzt eben auch im Blick haben, wenn wir Terminals landseitig bauen in Deutschland, Norddeutschland, wie schnell können wir die fertigstellen? Sind wir damit tatsächlich schneller fertig als unsere europäischen Nachbarländern, wo jetzt auch Terminals gebaut werden? Wie kann man auch deren Kapazitäten nutzbar machen? Aktuell funktioniert das ja auch und man konnte jetzt ja auch dieses Jahr beobachten, wie mit der aktuell bestehenden Importinfrastruktur zumindest ja unter dem Vorbehalt, dass auch Erdgaseinsparungen stattgefunden haben. Aber man hat es eben trotzdem geschafft, mit der bestehenden Infrastruktur den Speicher aufzufüllen. Ja, wir hatten auch noch russisches Erdgas, aber eben auch über die LNG-Terminals importiert. Von daher wäre es einfach auch nochmal gut, da noch stärker zu kommunizieren, auf welcher Datenlage denn da die deutsche Regierung gerade ihre Analysen oder ihre Planungen vornimmt, weil wie auch
das habe ich eben auch beschrieben, also der Erdgasverbrauch wird ja auch bis 2030 sinken und kann man nicht Maßnahmen jetzt auch schon vorziehen, die man, also beispielsweise Effizienzmaßnahmen oder Umrüstung, Umstellung auf die Produktion mit erneuerbaren Energien, also kann man da nicht einfach zügiger vorangehen und die finanziellen Mittel, die man jetzt sozusagen für den Bau der Erdgasinfrastruktur nutzt, eher in diese Maßnahmen stecken? Ja, schwer abschließend zu beantworten, aber genau, den einen Punkt, den hatte ich ja auch noch in meinem Vortrag gemacht, können diese Importinfrastrukturen, die jetzt aufgebaut werden, dann überhaupt ausgelastet werden? Also wird dieses Erdgas überhaupt dann auf dem Markt zur Verfügung stehen? Und wenn ja, wann? Also die letzten Tage kam ja auch die Nachricht, dass es jetzt einen ersten Liefervertrag mit Katar gibt. Das sind 3 Milliarden Kubikmeter, die da ab 2026 jährlich nach Brunsbüttel geliefert werden sollen. Aber das ist natürlich das, mit den Mengen an Kapazitäten, was ich vorher meinte, die da aufgebaut werden, also noch relativ wenig. Ne? Also ja, es ist ein Schritt in, also es ist etwas, aber es ist jetzt auch nicht noch nicht ausreichend. Und dann hast du noch einen anderen Punkt genannt, ja, den finde ich auch relevant, Langfristverträge, also das hatte man ja auch in der Präsentation gesehen, LNG-Infrastruktur, also es braucht auch einfach, ja, Exportinfrastruktur, es braucht vielleicht auch die Erschließung neuer Gasfelder, all das muss ja finanziert werden, deswegen sind natürlich auch Exporteure daran interessiert, Langfristverträge zu machen und gerade ist man da in einer relativ schlechten Verhandlungsposition, würde ich sagen, und sich da jetzt dann auch wirklich so lange Zeit festzulegen, ja, vielleicht wird man, also man wird nicht drum rumkommen, aber das zu versuchen zu beschränken, ist natürlich schon auch perspektivisch relevant. Den Methanfaktor 104, das finde ich jetzt, also kann ich gerade selber, bräuchte ich glaube ein paar mehr Informationen, um was für einen Zeitraum, also kann ich gerade nicht beantworten, da weiß ich zu wenig. Denn Methanmessungen, ja, da hatte ich ja diese Bilder gezeigt auf der Folie. Also das ist möglich, über Satellitenbilder zumindest Leckagen zu identifizieren. Wie genau das dann machbar ist, das weiß ich nicht. Also es ist schon immer noch auch notwendig, direkt an die Infrastrukturen zu gehen und zu schauen, wo kommt denn tatsächlich, wo ist denn die genaue Methanleckage? Aber es gibt schon Satelliten auch, die dazu in der Lage sind, ja. Ja, danke dir, Isabel. Das hattest du ja auch im Vortrag dann kurz schon angesprochen mit den Satelliten und dann jetzt nochmal präzisiert. Ich hoffe, das ist dann jetzt klar. Zu dem Faktor 100, die Frage bezog sich darauf, dass dieser Klima-Impact von 87, den du genannt hattest, dass, ob das nun ein Mittelwert ist, also ob es quasi auch sein kann, dass es noch eine höhere Klimawirkung hat, das Methan. Ah. Darauf zielte, glaube ich, die Frage ab. Und ich würde direkt noch anschließen, weil das hast du ja jetzt auch nochmal betont, wir brauchen wahrscheinlich gar nicht die ganze Infrastruktur, die wir jetzt aufbauen und dass man da wirklich nochmal kritisch mit den Zahlen auch unserer Klimaziele rangehen sollte und sich das überlegen sollte. Und dann aber nochmal die Frage, die Infrastruktur soll ja dann auch in der Zukunft für grünen Wasserstoff genutzt werden. Und Wasserstoff ist ein großes Thema, das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht detailliert aufmachen, aber nur die kurze Frage, ist die Infrastruktur, die wir denn bauen, dann wahrscheinlich auch schon auf Wasserstoff ausgelegt oder ist das dann auch nochmal ein großer Aufwand mit hohen Kosten, das darauf umzurüsten? Also, jetzt habe ich das verstanden. Das ist natürlich auch Gegenstand weiterer Untersuchungen, wie hoch die Klimawirksamkeit von Methan ist und da gibt es auch durchaus höhere Zahlen, das ist richtig. Wasserstoff, es ist ja vor kurzem eine Studie auch des Fraunhofer-Instituts rausgekommen, die sich das nochmal genauer anschauen, inwiefern es tatsächlich möglich ist, die Infrastrukturen umzurüsten. Und die Ergebnisse spiegeln da auch meinen Kenntnisstand wider. Ich hatte
beschäftige mich schon relativ lange mit LNG-Terminals. Das war ja immer schon ein Argument, das dafür ins Feld geführt wurde. Zum einen ist noch überhaupt nicht klar, wie Wasserstoff tatsächlich mal transportiert werden wird. Wasserstoff kann man auch über Pipelines transportieren. Wasserstoff auf Schiffen zu transportieren ist relativ aufwendig. Also man muss Wasserstoff, um ihn zu verflüssigen, erstmal auch nochmal 90 Grad kälter machen als LNG. Also dann sind wir schon bei minus 250 Grad. Das muss natürlich bei der Materialbeschaffenheit dann auch bei so einem Importterminal mit berücksichtigt werden. Es gibt keine Schiffe, die Wasserstoff transportieren können, auch nicht im großen Maßstab. Es ist noch relativ unklar, also ne, das ist noch in einem sehr frühen Stadium. Und gerade wird eben auch überlegt, ob nicht Wasserstoff dann vielleicht zum Beispiel in Ammoniak umgewandelt werden soll und dann als Ammoniak transportiert. Da hätte man eben den Vorteil, dass es dafür eben schon entsprechende Infrastruktur gibt, also entsprechende Schiffe. Das ist schon lange sozusagen kommerziell machbar. Aber da hat man eben wiederum das Problem, wenn man nicht den Ammoniak selbst nutzen will, sondern wirklich eben Wasserstoff braucht, dann müsste man es erst rückumwandeln. Und das ist eben wieder was, wo technisch noch nicht, also wo eben auch erst nochmal weiter dran geforscht werden muss und eben auch das dann noch skaliert werden muss. Von daher hinzu kommt, wir wissen auch noch nicht, wo wird der Wasserstoff dann tatsächlich produziert. Also auch das, also diese Kapazitäten sind ja auch noch nirgends aufgebaut, die gibt es noch nicht. Es gibt erste Partnerschaften, aber auch da ist man noch in einem relativ frühen Stadium, dass man jetzt gerade noch schwer einschätzen kann, was wird woher in welchen Mengen tatsächlich kommen. Will man aber diese Terminals tatsächlich auch langfristig für, jetzt sage ich mal, grüne Gase oder Ammoniak nutzen, dann müsste man das jetzt eben schon in der Planungsphase mit berücksichtigen. Jetzt ein Terminal zu bauen, das für LNG ausgelegt ist, um es dann später umzurüsten, das ist eigentlich ja nicht, also es ist wirtschaftlich nicht darstellbar und ob es jetzt irgendwie technisch umsetzt, also dass man noch einzelne Teile vielleicht wiederverwenden kann, aber eigentlich genau, müsste man das jetzt schon besser absehen können und das ist schwierig gerade. Ja, vielen Dank. Es war eine schwierige, große Frage und ich glaube, du hast das ganz gut dargestellt, dass es da eben noch viele offene Fragen gibt und man das nicht immer so einfach schnell einen Stempel drauf machen kann, aber es ist ja Wasserstoff-ready und deswegen ist es eigentlich eine gute Infrastruktur. Das fand ich jetzt nochmal wichtig zum Abschluss. Mit Blick auf dazu muss man vielleicht auch sagen, also auch der Begriff Wasserstoff-ready ist ja auch nichts, was klar definiert ist. Also was bedeutet das, nur um das nochmal kurz einzuordnen. Also das kann eben bedeuten, dass die Infrastruktur eine gewisse Toleranz hat gegenüber Wasserstoff, also dass irgendwie 20%, 40%, 50%, also das bedeutet nicht, dass 100% Wasserstoff damit transportiert oder genutzt werden kann. Das ist ja auch nochmal spannend, weil im Endeffekt wollen wir ja zu 100% Wasserstoff, weil wir wollen ja von Erdgas weg. Also das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Einwand nochmal. Mit Blick auf die Uhr muss ich auch, glaube ich, die Fragerunde an dieser Stelle beenden und dir auf jeden Fall ganz herzlich danken für deine ganzen Antworten, Einblicke. Das war auf jeden Fall sehr umfangreich. Wir haben viel gelernt. Also zum Beispiel, dass wir weiterhin LNG aus Russland auch bekommen, auch wenn die Pipelines vielleicht stillstehen. Auch, dass wir in der EU oder in Deutschland anderen Ländern das LNG wegkaufen, weil wir einen höheren Preis bieten können. Dass Sparen, also Effizienz und Suffizienz sehr wichtig ist, jetzt kurzfristig mit Blick auf den nächsten Winter, aber auch langfristig eben für die Erreichung der Klimaneutralität. Wir haben viel über Methanemissionen gesprochen, die eben nochmal viel stärker wirken als CO2 und dass es da eben noch
viel zu wenig Forschung, viel zu wenig Daten gibt und dass die Emissionen aber in Realität bei Erdgas oft höher sind als gedacht. Und zum Schluss war dein Fazit eben, Erdgas ist keine Brücke. Wir müssen vor 2030 auch da deutlich aussteigen. Wir bräuchten eigentlich eine neue Infrastrukturplanung nochmal auf Basis dieser Annahmen, wie wir eben dann gut in Richtung Klimaneutralität kommen, ohne jetzt fossile Infrastrukturen, in den Lock-in von fossilen Infrastrukturen zu haben. Und eben nochmal jetzt zum Schluss, dass eben Wasserstoff-ready nicht bedeutet, es kann 100% Wasserstoff transportieren und dass auch da eben noch viele Untersuchungen gemacht werden müssen und viele offene Fragen sind bei der Umrüstung der Infrastruktur. Ich danke dir ganz herzlich für deine Vorträge, für deine Zeit. Ich danke auch dem Publikum für die rege Beteiligung. Ich habe gesehen, im Chat wurde auch viel geteilt. Links zu Dokus und auch nochmal zu den Menschenrechtsverletzungen waren ein Artikel zu Methanmessungen, Methanemissionen. Also da könnt ihr auch gerne nochmal reingucken. Bevor wir jetzt schließen, habe ich noch zwei abschließende Fragen für unsere Auswertung an das Publikum, nämlich wie fandet ihr die Länge dieser Einheit mit 75 Minuten? Es war ja wieder nicht genug Zeit für alle Fragen. Und habt ihr auch schon am ersten Grundkurs dieser Reihe teilgenommen? Der war ja im Oktober zum Thema Versorgungssicherheit und Energiepreise. Und da würde ich euch noch mal kurz um Beantwortung bitten. Und alle, die das dann getan haben, denen wünsche ich einen schönen Abend. Danke euch und Ihnen allen für die Teilnahme. Und hoffe, Sie konnten was Neues lernen und mitnehmen.